Storytime von meiner allerersten und hoffentlich auch letzten Schlafparalyse. Kurze Definition: Eine Schlafparalyse oder Schlafnehmung ist ein Zustand, in dem der Geist schon wach ist, aber der Körper noch schläft. Und das kann verschiedene Ursachen haben, wie Angststörungen, Depressionen, viel Stress, unregelmäßiger Schlafrhythmus. Lest euch da aber gerne nochmal rein, Bilder angucken auf eigene Gefahr. Ich hatte meine Schlafparalyse in Korea, da habe ich mir ein Zimmer mit Nali geteilt. Zu der Zeit hatte ich echt viel Stress mit Arbeit und unser Schlafrhythmus war sehr durcheinander. An manchen Tagen sind wir um 21 Uhr schlafen gegangen, um 0 Uhr aufgewacht, haben Ramen gegessen und sind bis 4 Uhr wach geblieben. Manchmal habe ich bis 5 Uhr morgens durchgemacht, weil ich mit Freunden telefoniert habe. Und ich schätze mal, es kam einfach alles zusammen, dass ich diese eine Nacht Geister gesehen habe. Ich bin wie immer mit meinem Barbie-Hörspiel eingeschlafen und dann irgendwann in der Nacht aufgewacht. Ich dachte. Ich bin natürlich nicht wirklich aufgewacht, denn als ich meine Augen geöffnet habe, war eine Gestalt über mir. Ich blende mal ein harmloses Bild ein, trotzdem Trigger Warning. Die Gestalt war komplett schwarz, hatte keine Augen, aber einen großen Mund und es hat sich angefühlt, als würde etwas ganz Schweres auf mir liegen. Ich konnte mich nicht bewegen, habe mich gefühlt wie angekettet und dachte, ich kriege keine Luft. Ich hatte richtig Panik, war dadurch dann voll geschwitzt und habe die ganze Zeit versucht, meinen Kopf zu Nali zu drehen. Meanwhile, dieses Ding war immer noch über mir und ich habe mir gedacht, das ist ein Albtraum. Ich träume das alles nur. Stellt euch das wie diese eine Wings-Folge vor. Dann dachte ich mir, nein, das ist nicht echt. Ich schließe einfach meine Augen und vielleicht ist es gleich weg. Das hat dann auch direkt geklappt. Die Gestalt war weg und mein Körper hat sich langsam gelöst. Bis ich aber überhaupt zu diesem Punkt kam, hat sich das Ganze angefühlt wie 10 Minuten. Ich hatte dann natürlich sehr Angst, wieder einzuschlafen und deswegen erstmal Barbie angemacht. Nadine hat das Ganze gar nicht so mitbekommen, wobei sie hat geträumt, dass ich random in der Nacht nochmal Barbie angemacht habe. Ich habe ihr am nächsten Tag natürlich davon erzählt und auch, dass sie es nicht geträumt hat. In den nächsten Nächten hatte ich echt Probleme einzuschlafen, weil ich Angst hatte, dass es nochmal passiert. Deswegen haben Nadine und ich angefangen, so lange zu reden, bis wir eingeschlafen sind. Und irgendwann konnte ich auf ihr schlafen, aber jetzt werde ich vielleicht ein bisschen crazy. Ich habe trotzdem selbst am Tag irgendwas Dunkles in Nalins Deckenecke gespürt. Nalin wollte schon Salz streuen, um böse Geister zu verjagen. Da war aber tatsächlich nichts. Ich glaube, ich habe einfach zu viel Gedanken gemacht. Sie hat trotzdem ein Messer unter ihr Bett gelegt. Ein Buttermesser natürlich. Und ja, das war meine Schlafparalyse. Sehr traumatisierend, aber ich lebe. Und ich bin froh, dass ich Nalin hatte.